Die monatelange Probephase einer 30er-Zone am Lindenring ist vorbei. Ab sofort gelten auf dem Postring sowie auf beiden Seiten des Lindenrings Tempo 30. Die provisorischen 30er-Schilder wichen den fest montierten Temposchildern. Damit kommt man nun einer verkehrsberuhigten Altstadt in Naumburg immer näher. Grund für die Reduzierung der Geschwindigkeit ist die Trennung der Dom- und der Ratsstadt durch den Lindenring. Die Achse vom Dom in Richtung Marktplatz und zurück wird von Besuchern und Einheimischen gleichermaßen stark genutzt. So auch von zahlreichen Schulkindern. Außerdem befinden sich am Lindenring mehrere Gaststätten mit Außenbewirtschaftung, so die Stadtverwaltung Naumburg. Mit der Reduzierung möchte man erreichen, dass der Verkehr sich auf die Hauptstraßen um den Lindenring herum konzentriert. Zusätzlich zum Lindenring wurde die Tempo-30-Zone auch auf dem Postring ausgeweitet. Hier befindet sich das Domgymnasium, das ebenfalls von vielen Schülern besucht wird. Die Stadtverwaltung kündigte weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an. So zum Beispiel soll auch im Naumburger Ortsteil Hassenhausen eine Tempo-30-Zone entstehen.